könnte es gefährlich werden. So. Gutes Tackling. Boah, dein Glück, ey. Das ist wenn der Tyson da allein aufs Tor zugeht. Das auch. Mann, Mann, Mann. Hey Freunde, willkommen bei einer neuen Folge von FIFA 17 Ultimate Team. Wir werden das nächste Spiel bestreiten und ich bin gespannt, was der Tyson mit dem Chemista kann. Ich hoffe, den haben wir jetzt nicht irgendwie umsonst. Oh, englische Mannschaft, viele Pace-Spieler dabei und okay, Peter Cech im Tor mit einem Chemista und 88er. Oh, das wird schwer. Bin ich mal gespannt, ob der da was kann. Aber im Moment sind wir richtig gut drauf mit der Mannschaft. Ob wir jetzt mit Tyson oder die Davi spielen, spielt an sich keine Rolle. Die machen irgendwie alle Tore. Sehen wir heute welche Formation, Buschi? Es wird auf dem Papier ein 5-2-3. Oh, erstmal fette Grätsche vom Gegner. Barkley. Das gibt die erste gelbe, nice. Nach zwei Minuten gelbe Karte, das ist sehr gut. Wir sehen schon eine ganz frühe Verwarnung. Das heißt, es wird schwierig für ihn. Jetzt muss er in jedem Zweikampf aufpassen. Ansonsten ist das Spiel heute frühzeitig beendet. Come on, ey. Fairer wer ist das denn? Hier. William hat der? Was hat der William? Barkley. Und nun William. Guck euch das an, mal. Boah, wer ist das denn? Da kommt der Bartra gar nicht hinterher. Jetzt könnte es gefährlich werden. Aber er stellt ihn. Der William da ist eine richtige vorbei. Ratte, ey. Kein Problem. Torwart hat ihn, nice. Nice, nice, nice. Die spielt aber sehr, sehr viel über William, habe ich das Gefühl. So, wir werden mal hier gucken, dass wir Tyson mal noch vielleicht ein, zwei Gerätchen riskieren, provozieren, wollte ich sagen. Boah, das gibt's nicht. Was für ein Riesenpass, ey. Da werden wir noch Probleme kriegen, ey. Flanke war nicht schlecht, aber die Valencia! Wow. Tyson. So, Tyson geht erstmal links über links. Ibrahima Traoré. Mit dem ist schneller. Richtung gegnerisches Tor. Boah, hat der ein Glück. Ich wollte gerade nach links drücken. Einwurf und jetzt. Dann wäre die Grätsche wahrscheinlich schon ziemlich auf die Schnauze gegangen. Och, gut nö, aufgepasst wie und kann abgefangen. Der das dann? Ich habe das Gefühl, wir werden dieses Spiel Schwierigkeiten bekommen. Ob wir das Spiel jetzt gewinnen oder verlieren. Valencia. Das hängt, glaube ich, an seinem Faden. Ne? Slimani. Laufbereitschaft zählt nicht zu seinen ganz großen so. Stärken, Buschi. Ach, nee, komm mal. Ganz und gar nicht. Aber Scheiße. Er hat seine Qualitäten eben im Abschluss. Die Verteidigung beginnt ja mittlerweile schon ganz weit wow, vorne. Wow, was ist das denn? Wenn du als Stürmer drauf gehst, dann kannst du so, viele ja, mehr Glück Angriffe als Verstand. Schon früh unterbinden. Und das ach, macht komm. Er vorbildlich. Läuft die Gegenspieler immer wieder. Slimani! Hui. Da ist er da. Den Ball hat er. Und das war alles andere als einfach. Das war ein guter Kopfball. Jetzt wird's gefährlich. Und gibt's nein. Jetzt die Führung. Da passt der Torhüter. Ah, ist das bitter, ey. Ist das bitter. Das warum Freistoß. Kriegt der Vorwart einen Foul? Das ist scheiße, ey. Eigentlich. Mann. Gute Chance für uns. Haben wir jetzt leider vergeben. Muss ich mit leben. Jetzt warum da jetzt allerdings verloren. Kein Gegner irgendwie so mal richtig am Mann geht, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. So, klasse Pereira, der ist auch schnell. Martial ist natürlich auch eine Rakete. Aber schau. Der Pereira ist auch sehr, sehr schnell. Das könnte gefährlich werden. Den spielt er gut. Da könnte jetzt eine Chance. Geht er rein? Hui. Er hält den Ball abseits, fest. Nein, das war wichtig. Den Sommer zu holen hat sich auf jeden Fall schon jetzt geholt. Abseits. Obwohl er gar nicht so viele Paraden gemacht hat. Aber Lars gefühlt Bender. Hat er schon die Mannschaft sehr krass verstärkt. Guckt euch das an. Das war die nächste gelbe. Ja. Ich glaube, der hat schon Geld, oder? Der Schiedsrichter und hier muss er auf Freistoß geben. Oh, der gerichtet viel. Für das Foul gibt's das ist Martip gewesen. Den habe ich aber nicht wirklich erkannt, dass das Martip ist. Gefährlich. Hermann. Sie lassen den Ball. Nein, Traoré, du kleiner Wichser. Verdammt. Eine Riesenchance. Nun Chicharito. Und jetzt nein, wer war das denn? Das war eine richtig Traoré schon wieder. Wow, zweimal, zwei Chancen. Aber den hätten wir noch ein bisschen flacher schießen können. Nicht. Und dann ist das Ding drin. Und ich führe 1-0.
Ja. Die Defensive steht. Barkley. Ach nö. Wird das eine Torchance? Das war ein Foul, aber kein Gelb. Hätte ich jetzt mal so spontan behauptet. Guckt euch das an, wie die sich wegdrehen. Mann. Der Ball kommt gut. Warum macht er überhaupt so einen scheiß Flanke? Tut so, als ob der Jan Koller da unten im Sturm hat. Für mich irgendwie ein bisschen unerklärlich. Wow. Wow. Jetzt haben sie den Ball. Viel Glück muss man denn haben da um. Dembélé. Dembélé hat der. Gibt's jetzt die Dembélé, Gelegenheit. Leute. Da trennt er ihn aber vom nicht Ball. Den Dembélé. Nein. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Pereira geht erstmal über rechts. Sehr gut reingespielt. Oh nee. Wer war das denn, der Gomez? Nimm doch deinen Dickschädel, Gomez. Du bist ein Fehlkauf hoch 10, ey. Das ist ein krasser Fehlkauf, der Typ, ey. Was der mal schon für Chancen vergibt, ey, das ist nicht normal, ey. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Da kommt der Schuss. Noch ist der Nein. Der Gomez, der kleine Hosenscheiße. Da hat er natürlich überhaupt keine Mühe. Guckt euch das an, was für ein Pass, ey. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Boah, aber wie der den Ball immer da mitnimmt, das William, als ob der irgendwie, ich weiß nicht, da irgendwelche Stangen austanzen würde. Das finde ich immer dann so ein bisschen absurd, ey. Valencia. Ach komm. Sie suchen die Lücke. Tyson haben wir leider noch gar nicht gesehen. Jetzt müssen Sie aufpassen. Im Spiel. Schussversuch. Boah. Oh, da trifft er die Latte. Das war Glück, Freunde. Und jetzt der Ball im Aus. Mann. Zu sehr unter Druck. Kurz nicht konzentriert genug und schon ist die Kugel der weg. Der Bender kriegt den Ball irgendwie. Der grätscht sehr viel, der Gegner. Das habe ich schon vorhin gemerkt. Vielleicht können wir mal eine Rote oder so provozieren, aber das war jetzt echt Glück im Moment. Valencia. Der macht sehr viel mit Valencia und reguläre Spielzeit ist oben, und den aber es Geiern geht da noch weiter. Gibt 3 Minuten oben drauf. Mann, ey. Tyson. Ach, guckt euch das und an. Was für ein Glück hat der denn bitte bei dem Passe? Klasse Technik. Finde den Mitspieler. Jetzt haben sie den Scheiße. Ball verloren. Das wird ein scheiße schweres Spiel. Also nicht das gewohnte Pressing von uns, beziehungsweise das Powerplay-Spiel immer auf ein Tor. Wir hatten eine gute Chance, haben aber allerdings 2 Chancen deutlich liegen lassen. Und ich finde, der hatte auf jeden Fall viel bessere Chancen als wir. Da konnten wir uns echt glücklich schätzen, dass es 0-0 steht zur Halbzeit. Glück gehabt. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Schweinehunde, ja, auf jeden Fall sind die Schweinehunde. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren so den Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. So. Gutes Tackling. Boah, der ein Glück, ey. Das ist wenn der Tyson da allein aufs Tor zugeht. Das auch. Mann. Hermann. Pereira. So, Pereira. Den spielt er steil. Chance zur Führung. Oh, guckt euch das an. Da muss der Torhüter nicht eingreifen. Der Verteidiger hat denn geklärt. Ach komm, ey. Der William. Was ist das für ein Tier eigentlich, der William? So ein Tier ist das gar nicht. Und er geht an ihm vorbei. Und er bringt den Ball rein. Mann. Da könnte ich echt kotzen, wenn ich sowas sehe. So krass da abgeht, der William. Barkley. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Shaw. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Mann. Gut aufgepasst und verteidigt. Du Scheiße, guckt euch das an. Schuss! Oh. Da geht er runter. Oh mein Gott, ich krieg den scheiß Ball nicht weg. Und dann haben wir Glück, dass Sommer das 0-0 hält, ey. Glück gehabt. Den hält er da ist super. Wieder der kurze Eckentrick. Er rettet hier vorerst das. Habe ich wahrscheinlich schon mal erzählt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Da zieht er ab. Da passt meine der Torhüter auf. Hier haben wir nach so, jetzt wie haben vor wir echt ein bisschen Tor Glück, gesehen, dass wir jetzt kein Tor kassiert haben. Allerdings auch hochkonzentriert.
So, wir werden erstmal das Spiel ein bisschen ruhiger gestalten. Gomez. Jetzt wird's gefährlich. Mann, das ist ärgerlich. Da verlieren sie den Ball. Er verliert. Den spielt er gut. Da geht keiner hin, das gibt's nicht. Da geht er dazwischen. Da geht keiner hin. Das ist wieder so eine Riesenszene, wo ich mir denke, Leute. Defensive ist gut organisiert, da kommt es nur schwer durch. Ist ja ein kleiner Weichhund. Dann ist das Spiel vorbei. Das könnte gefährlich werden. Ach komm, was ist das denn? Wie kriegen die den Ball da? Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Ärgert mich richtig. Nein, jetzt kriegen wir den Ball vor die Füße. Er steht gut und hat den Ball. Starke Aktion, er lässt den Verteidiger stehen. Nö. Im Moment kommen sie nicht richtig durch, die Abwehr steht gut. Mann, das ist echt Glück. Tyson. Und nun Gomez. Und direkt zurückgespielt. Jetzt Lars Bender. Jetzt Gomez. Guckt euch das an. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Guckt euch das an, dass es kein Foul gibt, das verstehe ich nicht. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Wenn wir das Spiel 0-0 spielen, dann haben wir Glück gehabt, ja. Dembélé. Das ist beeindruckend. Mann, dieser William, der fuckt mich ja richtig ab. Pass und Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Nee. Slimani. Damit sind sie in Führung. Wie bitter, ey. Slimani. Der Treffer in der Wiederholung. Oh, ja. Das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, der Treffer das gehört tut weh, zur Leute. Hälfte dem Vorlagengeber, keine Frage. Präzise Hereingabe hier. Guckt und euch dann das dann wieder rum, Grätsche. Er hat doch mehr Glück als Verstand, oder? Bei dir. Tolles Timing. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Das könnte die Chance werden. Chicharito, Mann. Mach doch mal ein, zwei Dinger rein, Chicharito. Ich würde mich freuen. Nicht nur für dich, sondern auch mal für uns, Kollege. Slimani, der kann doch nichts. Martial. Wirklich jetzt. Jetzt, Hermann. Muss noch ein bisschen offensiver gehen. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Kolasinac. Und da verlieren sie den Ball. Oh, guckt euch das an, dass da keiner hingeht. Das ist ja bitter, dass wir schon zwei, drei Mal so Bälle nach innen bringen. Martial. Und dann kommt da keiner. Jetzt müssen sie aufpassen. Was ist das denn? Die sind alle platt, ey. Super Flanke. Der Ball kam gar nicht so schlecht, bitter, aber... Müssen wir wechseln. Es war 66 Minuten. Das ist eigentlich so Verschwendung von den Spielern. Wir werden nochmal Coman für Gomez bringen. Und Bellarabi auf der rechten Seite. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Einwechslung, weil die verbrauchen natürlich auch die Spiele, ne? Obwohl die ja noch vielleicht so noch natürlich 15 kein Problem. Minuten spielen. Er holt sich den Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. So. Tyson. Gottes Willen, guckt euch an, wie die rumgerätschen. Nun Chicharito. Guckt euch das an, ey. Lars Bender jetzt. Das ist Wahnsinn, ey. Ach man, das ist ärgerlich. Das wäre da jetzt... So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Ach komm. Das gibt Freistoß. Ich habe das Gefühl, es gibt einen Schwalbenknopf. Wenn es einen gibt, schreibt ihn mal bitte in die Kommentare, damit ich weiß, das wie man wieder funktioniert. Weil... Das kann nicht sein, also die lassen sich immer fallen, wenn es irgendwie was zum Fallen geht. Mann. Ärgerlich, dass wir jetzt hier 1-0 hinten legen, obwohl das Spiel schon teilweise sehr oft auf der Messerschneide war. Aber dass wir jetzt hier trotzdem 1-0 hinten legen, ist irgendwie ein bisschen unglücklich. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Ibrahima Traoré. So, das ist doch Coman. Der ist der schnellste Spieler in der Bundesliga. Und kann sich nicht durchsetzen gegen irgendeinen No-Name-Spieler da. Finde ich wieder ein bisschen absurd. Brooks. Mann. Pereira. Ach komm, so ein Fehlpass. Er kommt an den Ball. Spielt den Ball. Schussversuch. Mann, da versucht er den echt tatsächlich reinzulupfen. Was ist denn Hunde, der Torwart so, ne? Mit gerechnet und so hält er ihn ohne Probleme. Ist irgendwie, die Pässe kommen einfach nicht an. Zurück. Das fuckt mich richtig ab, ey. Das war einfach. Und er hat den Ball. Shaw.
Reguläre Spielzeit ist um, aber Mann, es geht noch weiter. Es gibt drei Minuten obendrauf. Coman. Tyson. Boah, da passt das auf. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Tyson, nein! Die Ecke nochmal. Oh mein Gott. Zeitpunkt. Mal sehen, was sie draus machen. Kingsley, come on, guckt euch das an. Guckt euch das an. Oh, wie dumm ist der bitte? Wer ist das? Oh Mann! Wie dumm ist der bitte? Der hat sich den vollgelegt nach zurück. Oh fuck, ey, was ein unglückliche Niederlage. Da fällt mir nichts mehr zu ein, Freunde, außer dass wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wiedersehen. Und ich bin richtig traurig, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!